Das ganz große Spiel, der Finanzmarkt oder das Paralleluniversum. Mit der Immobilienkrise 2007, 2008 hat sich den Lohnabhängigen ein unglaublich großer Finanzmarkt gezeigt, der um ein Vielfaches den realen Markt übersteigt und diesen auch total kontrolliert. In den 70er Jahren in Deutschland seit 1982 konnte das Kapital immer seltener lukrative Anlagemöglichkeiten finden, um die von den Lohnabhängigen abgepressten Gewinne wieder zu kapitalisieren. Es wurde verstärkt in die Produkte des Finanzmarktes investiert, denn diese versprachen lukrative Renditen im Gegensatz zu den immer dürftigeren Profitraten aus dem produktiven Sektor. Außerdem hatten die Gewinne aus den Wettgeschäften einen riesen Vorteil. Es brauchten erstens keine Steuern gezahlt werden und zweitens wurden die horrenden Verluste von den Staaten übernommen, die dieses Geld bei den Lohnabhängigen und den noch Ärmeren einsparten. Wir sprechen hier nicht von dem herkömmlichen Finanzmarkt mit Sparbuch, Girokonto, Kreditvertrag oder Bausparkasse. Der macht in den Vereinigten Staaten ca. 10% von dem BIP aus. Nein, wir sprechen hier von dem Finanzmarkt, der in der Regel nur von den Banken und Versicherungen bedient wird. Bei den Finanzprodukten handelt es sich in erster Linie um die Gegenversicherungen, bei denen Banken und Versicherungen sich gegenseitig versichern. Den Kredit der Fondswaps, CDS, um Derivate, Wetten als Termingeschäfte, Leerverkäufe und der Weiterverkauf von Krediten in ganzen Blöcken. Über diesen Markt existieren keine Statistiken, keine Steuerlisten, keine offiziellen Erhebungen, nichts. Die Finanzgeschäfte können sich seit der Globalisierung bei uns in Deutschland mit dem Genscherputsch 1982 frei, Zitat Anfang, von staatlichen Rahmenbedingungen, festen Wechselkursen und Handelsverträgen. Zitat Ende. Link 1. Über den Globus bewegen. Hauptsächlich dadurch, aber auch durch die Container und das Internet wurde die Globalisierung erst ausgelöst. Von Zeit zu Zeit, wenn die Übermacht dieses Finanzbereichs wieder zu Tage tritt, murmeln die Politiker so was wie: Das sind die Schuldigen an der Finanzkrise, die auch an deren Lösung sich beteiligen müssen, fordern dann aber nur 0,2% von deren Gewinnen. Im Gegensatz dazu wird aber das Einkommen aus der Realwirtschaft mit bis zu 49% besteuert. Wenn dann aber Gras über die Krise gewachsen ist, wird das Thema der Finanzgewinnbesteuerung schnellstens wieder begraben. Offizielle Zahlen dazu wollen die Regierungen, die Handelsbeauftragten des Finanzkapitals nicht preisgeben. Deshalb sind die Zahlen über die Finanzwirtschaft nur grob geschätzt. Das reicht von den Zehnfachen bei der Welt, aber nur Derivate, Link 2, bis zum 70-fachen bei Le Monde Diplomatique, Taz-Magazin, Atlas Globalisierung, Seite 47. Link 3, die Realwirtschaft und der Finanzmarkt lassen sich auch nicht direkt vergleichen, da unterschiedliche Umlaufgeschwindigkeiten, Häufigkeiten zugrunde liegen. Gegenversicherungen sind manchmal schon in einem Tag fällig und ein Auto braucht bis zur Kundenauslieferung 10 Tage. Außerdem wird nicht die Frage nach einem besonderen Geldvermögen gestellt,
Es entgeht auch unserer Kenntnis, wie weit die Finanzgewinne in die reale Bilanz einfließen. Wahrscheinlich weniger. Eher werden es die Verluste sein. Ein normaler bargeldloser Kreditvertrag fließt in die Geldmenge M3 ein. Was aber ist mit einer Gegenversicherung ohne Versicherung? Nur zwischen den Banken oder Versicherungen? Erhöht das vielleicht die virtuelle Geldmenge im Paralleluniversum? Aber der Vergleich wird schon klarer, wenn man sich den Geldabzug aus der realen Welt in den Finanzmarkt vergegenwärtigt. Zuerst sind da die Opfer der Lehman-Pleite zu nennen. Aber auch hier fehlen leider Zahlen, da nur die mit ca. 7,6 Milliarden entschädigt wurden, die bei deutschen Lehman-Filialen Zertifikate kauften. Link 4. Der größte Teil aber der Lehman-Geschädigten sind die amerikanische verbriefte und versiegelte Papiere gekauft haben. Die gingen leider leer aus und wurden verbrieft enteignet. Darüber existieren nun mal keine Zahlen. Klarer wird das schon bei der Staatsunterstützung der Banken. Alleine Deutschland hat einen Hilfsfonds für die Zocker über 480 Milliarden Euro aufgelegt. Vorher hatten schon viele Banken reichliche Milliarden erhalten. Die Bayern LB, Nord- und West-LB, die Sachsen LB und LBBW, die IKB, HRE, allein 200, Commerzbank und Postbank und noch viele andere. Auch mit der Griechenlandhilfe über 129 Milliarden konnten die Forderungen der Banken beglichen werden, besonders an die Deutsche Bank. Allein die deutschen Banken haben um 1 Billion zum Weiterzocken bekommen. Dabei fällt hier besonders auf, dass allein der Schätzbetrag für den Finanzbedarf das Dreifache des Bundeshaushaltes betrug. Bei ihm wird um jeden Cent im Bundestag gefeilscht. Aber das Finanzbudget bleibt geheim und Abermilliarden werden im Dunkeln den Banken hinterhergeworfen. Keine Aufstellung gibt es dazu, sondern nur Buchungstricks. Eigentlich zeigt die Geheimhaltung schon, dass die Politiker uns abzocken und alleine die Bankenrettung und die Geheimhaltung der Verteilung des Banken-Bailouts würde eine Revolution rechtfertigen. Von Brüssel gab es noch einmal 850 Milliarden Garantien und die Euro-Zentralbank kauft nun die toxischen Wettscheine auf. Es dürfte aber trotzdem noch weitergehen. In Amerika hat sich das schon gezeigt. Dort hat der Haushalt 2010 über 3,5 Billionen Dollar ein Defizit über 1,75 Billionen Dollar, Link 5, also glatt 50% vom Etat. 12,3% vom BIP, in Brüssel wären 3% erlaubt. Der Fokus schreibt, Zitat, der Haushalt enthält zusätzlich 250 Milliarden Dollar für die Finanzbranche als Ergänzung zu dem bereits vom Kongress genehmigten Rettungspaket von 700 Milliarden Dollar. Aus Kreisen des Weißen Hauses hieß es, die Regierung halte es für klug, angesichts der Wirtschaftskrise weitere Sorten zu beantragen. Zitat Ende. Link 5. Die Neuverschuldung von 50% vom Haushalt übersteigt natürlich enorm die deutsche Plan-Neuverschuldung von 25% vom Haushalt. Die ausgewiesene Gesamtsumme von 3,7 Billionen Dollar, 106% vom Haushalt 2010. Link 6.
mutet sich dagegen im Gegensatz zu den deutschen geschätzten Bailouts mit 300% von 320 Milliarden Euro Ausgaben wie Peanuts an. Aber halt, hier gibt es sogar von dem Sonderbeauftragten Neil Barofsky, Le Monde Diplomatique, Seite 50, Link 7, der US-Regierung für den Bankenrettungsplan TARP eine genauere Zahl, nämlich 23,7 Billionen. Nun unterhalten wir uns schon über Summen, die ohne eine Hyperinflation niemals zurückgezahlt werden. Es wurde ja nicht die gesamte Geschäftstätigkeit des gesamten Finanzbereichs bezahlt, sondern nur die Verluste der Banken und Versicherungen. Es wird sich also bei dem gesamten Finanzbereich vielleicht um 10-mal mehr handeln.